Hier in diesem Haus war Ruhe. Ich hatte keine Sorgen bzw. keine Verantwortung. Ich kann es kaum aufzählen, was ich hier alles Positives erlebt habe. Aber natürlich auch Negatives. Wenn es einem ganz schlecht geht, wird man in dieses Haus gebracht oder manchmal geht man auch selbst hinein, um Hilfe zu haben. Natürlich muss man sich auch an manches gewöhnen. Denn es sind in diesem Haus sehr viele Menschen, verschiedene Menschen, aber meiner Meinung nach sind das lauter Persönlichkeiten. Ich heiße Eichberger, ich bin Psychoanalytiker und Psychotherapeut. Ich bin der Leiter der Psychiatrie hier in Gugging. Wenn ich nach Gugging komme, dann betrachte ich die Anstalt mit einer gewissen Melancholie. Viele Einrichtungen, die derzeit noch existieren, werden wahrscheinlich in 2 bis 3 oder auch 5 Jahren nicht mehr existieren. Gugging wird mehr Krankenhaus. Jener Anteil der Behandlung der Langzeitpatienten wird kleiner werden. Die Patienten werden Wohnmöglichkeiten draußen finden, werden zum Teil auch in Heimen wohnen und es wird wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil von schwerstkranken Langzeitpatienten bei uns bleiben. Aber jener Teil der Langzeitpatienten, der so ein gewisses Flair in Gugging ausmacht, so dieses Ambiente des Wohnens von chronisch-psychisch Kranken bei uns, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr in Gugging zeigen. Mein Name ist Rosner Wiedewald. Nach Gugging bin ich durch das, dass ich Schizophrenie gehabt habe, Sinnesspaltung. Und da ist zeitweise etwas ausgebrochen. Und da habe ich unsinnige Sachen gemacht. Ich hab nichts Böses getan. Ich habe zum Beispiel gebetet, den Rosen ganz laut. Und habe mir meinen Daumen bezeugt. Ich war in Aufregung und durch die Betreuung, die ärztliche Betreuung, bin ich wieder zu mir gekommen und normal geworden. Ich bin Barbara Weibold, ich bin klinische Psychologin und Psychotherapeutin, arbeite seit 1995 eben als klinische Psychologin in Gugging. Wir haben hier im Haus vor 2 Jahren eine Studie gemacht, wo es unter anderem um die Lebensqualität der Patienten und die Lebenszufriedenheit der Langzeitpatienten ging und wo sich herausstellte, dass beinahe die Hälfte der Patienten es vorziehen würde, im Krankenhaus in Gugging auf Dauer zu bleiben. Und wo sich auch zeigte, dass die Patienten mit ihrem Leben hier in der Anstalt zu einem sehr hohen Prozentsatz zufrieden sind. In der Auseinandersetzung mit diesem Thema ist mir dann schon klar geworden, dass diese Zufriedenheit auch eine Art Anpassungsleistung ist an Strukturen, die man ja nicht verändern kann. Das heißt, ich kann nicht 20 oder 30 Jahre in permanenter Oppositionshaltung oder Unzufriedenheit mit Lebensumständen leben,
Das heißt, irgendwann kommt es zu einer Art, meiner Meinung nach, resignativen Zufriedenheit. Aus Gesprächen mit einzelnen Patienten ist es mir so vorgekommen, dass das Leben für sie so ein monotones Dahingleiten ist. Das heißt, wo jeder Tag gleich ist wie der andere, wo es keine Höhepunkte gibt, wo keine Abwechslung besteht, dass die Leute irgendwie verlernen, einen Zeitbegriff, der mit unserem vergleichbar ist, zu entwickeln. Also ich habe öfter mit Patientinnen und Patienten gesprochen, die dann auch irgendwie erstaunt waren, um Gottes Willen, so lange bin ich schon da. Es ist halt so ein Leben ohne Zukunftsperspektive. Der Blick geht halt vorwiegend in die Vergangenheit oder so von einem Tag in den nächsten, aber es fehlt so der Zukunftsaspekt. Ich heiße Hans Pilzer, bin 56 Jahre alt und bin seit 1965 am 12. November in Guggen in der Anstalt. Da habe ich viel getrunken, ne? Und meine Mutter hat das nicht wollen. Hat mich rausgekalt, im Herbst war es schon kalt. Da habe ich dann geschlafen draußen im Garten. Das hat mir auch nicht gepasst, habe ich die Möbel demoliert. Eine Woche später. Schauen wir mal, Rehbeamten habe ich eine aufgelegt und die sind dann gefahren mit mir daher. Wie ich da war, haben sich meine Angehörigen Betrug gefühlt, das bin ich biegen geblieben. Bin ich schon 34 Jahre da. Hallo Irene. Gut, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, gell? Ja. Wie geht's dem Heinzi? Gut, aber jetzt musst du fern gehen. Warte schon auf dich. Ja? Ja, dann lass mich schön grüßen von mir. Ja. Ich bin die Rene und ich muss auch auf dem Leben sein, Gucke. Bitte, Baba. Bitte. Du hast nämlich schon viel mitgemacht und so. Meine Mutter ist getötet worden. Ein Jahr der Pflegeeltern und dann bin ich reingekommen. Ich bin für meine Familie. Sie sind eigentlich alle nett zu mir und reden mit mir. Und ich will auch, dass es ihnen gut geht und so. Früher ist so viel aggressiver darüber, für Alkohol und Mörder und so. Und nicht für Anna. Sie war hier ruhiger geworden und hat die Patienten mehr getränkt und so. Und jetzt kommen wir besser auf als früher. Schauen wir, sehen wir es abends? Ja. Ja? Okay. Ich bin der Alfred Grillmeier, arbeite hier als Psychologe und leite seit nunmehr fast einem Vierteljahrhundert die beiden Kaffeehäuser. Beide Kaffeehäuser deshalb, weil es ein altes und ein neues Kaffeehaus gibt, mit etwas unterschiedlicher Zielsetzung. Das alte Kaffeehaus hat mehr den Charakter eines Clubs, wo vor allem Langzeitpatienten den Tag verbringen können. Das neue Kaffeehaus ist eher als Rehabilitationsstätte zu sehen, wo Aufnahmepatienten ihre Leistung erproben können im Zuge einer Arbeitsrehabilitation und wo sie die Gelegenheit haben, sich auch ein bisschen etwas dazu zu verdienen für Güter des täglichen Bedarfs. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Einteilung kommen, möchte ich Sie noch auf ein Fest heute Abend im alten Kaffeehaus aufmerksam machen. Der Harry feiert heute Geburtstag und Sie sind alle zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Hallo, Rainer. Hi. Ja, kommst du zum Fest? Nein, bleib mir auf den Händen. Schade, Irene. Sehr gut. Ja, ja. Ich heiße Harry Träumann, bin 53 Jahre alt, wohne seit 1985 wieder in Guggen. 1965
bin ich nach Guggen gekommen, weil ich mir die Puisa dann aufgeschnitten habe. Da ist meine Großmutter gestorben. Das hat mich so schwer getroffen, dass ich nicht mehr leben konnte. Bis 1970 war ich 5 Jahre in Guggen. Dann war das mit den Polizisten. Ne? Haben sie mich geholt mit der Polizei, haben mich ins Gefängnis geführt. Habe ich 15 Jahre Strafe bekommen wegen Totschlag. Und die 15 Jahre bin ich in Stein dann gesessen. Meine Oma hat gesagt, schau, wenn du an Gott glaubst und in die Kirche gehst, wirst du sicher eines Tages auch sehr froh darüber sein, dass er dich aufnimmt in sein Reich. Jeden Sonntag gehe ich in die Kirche. Es gibt was Höheres. Warum scheint die Sonne? Und er sagt ja, Gott ist das Licht. Ich danke Gott, dass ich wieder so gesund geworden bin. Und ich glaube, wenn man an irgendetwas glaubt, ist man ein bisschen freier. Ich bin katholischer Priester und seit 5 Jahren in der Landesnervenklinik Guggen Seelsorger. In Guggen Seelsorger zu sein bedeutet vor allem, mit den Menschen die Krankheit auszuhalten und mit ihnen zu glauben, dass Gott sie trotzdem gern hat. Besonders ist einmal die Entdeckung, dass diese Menschen nicht nur krank sind, sondern dass sich die auch freuen, dass die Humor haben, also dass die auch einen großen Spielraum haben. Und dass man da mitgehen muss und sie nicht bemitleiden. Ich kann für die Menschen vergegenwärtigen, dass sie von Gott nicht verlassen sind. Das kann ich vergegenwärtigen, vor allem durch den Gottesdienst, durch die Kirche, durch meine Person. Die Menschen, die zu uns in die Kirche kommen, zeichnet oft aus, dass sie uns ein großes Vertrauen entgegenbringen. Das heißt, wenn ich dann zu ihnen über den Himmel spreche oder über die Güte Gottes, aufgrund des Vertrauens wirkt es tatsächlich für die Menschen oft ein bisschen lösend oder im Augenblick ein bisschen erlösend. Mit 13,5 Jahren Händchen erklären und den Betreuung 13,5 Jahre. Dann anziehen, waschen, essen, errichten. Die Prüfer gebe ich einmal, aber ich habe mich am Abschluss aus. Erst einmal aufgehoben, dass ich am Stehen kann und so. Und so mache ich mir eben sehr geholfen. Heute liebe ich sehr. Ich suche mein eigenes Kind. Ja, Gene, servus. Wie geht's dir denn? Alles in Ordnung mit euch? Ja. Okay, grüß euch. Über die Frage, was normal ist, habe ich wirklich ein ganzes Psychiaterleben lang nachgedacht. Normal in der Psychiatrie ist das, was die Gesellschaft als normal definiert. Wenn sich die Gesellschaft keine wesentlichen Sorgen zu machen braucht, dann glaube ich, passiert den Leuten nichts. Wenn man nur Stimmen hört und ansonsten völlig normal einkaufen geht, kann man ganz gut damit leben. Wenn man aber Stimmen hört, und ich betreue so eine Patientin, die einem sagen, man muss seine Zwillingsschwester ermorden, sich dann eine Pumpgun kauft und in der Nacht die Pumpgun an die Zwillingsschwester anlegt und sie umbringt, dann sind solche Stimmen eher unangenehm. Das heißt, es passiert mit Leuten, die von der Norm abweichen, nichts, solange sie für die Gesellschaft kaum bedrohlich sind. Und möglicherweise ist es gar nicht einmal gesund, normal zu sein, weil man da ja sehr rigid ist, man ja wenig Spielraum hat, nicht? Ein bisschen spielerisch verrückt zu sein, ist ja mitunter sehr heiter und auch irgendwie entlastend. Thank you.
das Lied für heute Abend einmal durch. Die gibt es einmal in den Anfangston und dann probieren wir, wie es schon geht. Ja. Mein Name ist Siegfried Böhm-Oeppinger. Ich bin Musiktherapeut. Musik hat einerseits die Eigenschaft, dass sehr starkes emotionales Geschehen ausdrücken kann. Auf der anderen Seite hat es aber auch das nötige Gefäß für das, was ausgedrückt wird. Und diese Möglichkeit ist eine sehr wertvolle, wenn es darum geht, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die in schweren psychischen Krisen sind. Mein Eindruck ist, dass der Harry Treumann einen sehr tiefen Bezug zu Musik, besonders zum Singen, hat. Und er nutzt diese Fähigkeit und Möglichkeit sehr stark für sozialen Kontakt. Lester, bevor wir das Lied durchspielen, den Text noch mal ganz durch vielleicht? Ja. Mhm. Musik bedeutet für mich die Freiheit. Wenn ich singe, komme ich mir ganz frei vor. Anderer fischt gerne oder anderer malt gerne. Ich singe eben gerne. Wenn jemand Geburtstag hat und ich singe ihm ein Lied, ja, und er freut sich und ich habe auch Freude daran, dass ich anderen mit meinen Liedern Freude machen kann. Das ist für mich Musik. Ludwig der Fünfte aus einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie in einem kleinen Ort. Ich bin 35 Jahre alt. Meine Krankheit hat begonnen im April 1993. Da war ich sehr aktiv und da bin ich manisch geworden. Das war nicht längere Aufenthalte, kürzer, aber vielleicht vor einer Woche oder also 10 Tage vielleicht der kürzeste, aber der längste war ein bisschen über ein Jahr. Der letzte Aufenthalt war der 20. in 6 Jahren. Das geheimnisvolle Haus. Früher kannte ich es nur von außen, hörte viel Schlimmes darüber reden, war froh, dass ich war draußen und mied von drinnen jeden. Plötzlich war es dann auch für mich soweit, dass ich von dort Hilfe brauchte. Ich ging hin und war bereit, langsam meine Angst verrauchte. Ich fand gar viele Menschen dort, Ärzte, Pfleger und Therapeuten, die hier, wie sonst an keinem Ort, mir halfen und keine Mühe scheuten. Was kommt, Herr Soßner? Ich muss Sie warten noch nicht sehr lange. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Soßner. Ja, der Grund, warum ich Sie in das Gespräch gebeten habe, ist der, wir haben vor mehreren Wochen uns einmal unterhalten über dieses katholische Pensionistenheim, das ja. wir eigentlich für Sie ausgesucht hätten. Und Sie haben ja damals gesagt, nein, ich möchte dort nicht hin. Ja. Es ist jetzt so, dass der Platz noch immer frei wäre und ich wollte Sie fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, es doch zu probieren. Ganz ausgeschlossen, ich bleibe hier und will hier meinen Lebensraum verbringen. Ich habe... Ich kann hier alle Tage in die Macht, wenn die Heilige Messe gehen. Und sonst habe ich eine sehr gute Behandlung von den Schwestern. Und da will ich auf keinen Fall meinen Ort wechseln, sondern meinen Lebensabend verbringen. Das heißt so, Sie wollen Ihren Lebensabend hier in Gugging verbringen, auch ja. wenn Sie jetzt mit 6 anderen in einem Zimmer sind, die Sie manchmal auch behindern in Ihrer Religionsausübung, das nehmen Sie alles in Kauf? Ich will nicht von hier weg, denn hier kann ich meine Glaubenswahrheiten leben. Ich heiße Wolfgang Melde, bin 29 Jahre alt, leide an einer psychischen Krankheit. Ich schlafe am liebsten,
weil das hängt mit der Paranoia zusammen. Da habe ich geglaubt, dass wir einen Sender-iPod haben, wo das Auge aufgeht. Das Auge geht wirklich auf, wenn es mir schlecht geht. Und ich glaube, da muss man einen Sender-iPod, in dem man seine Gedanken lesen kann. Das habe ich lange Zeit geglaubt und komme jetzt auch nicht weg von dem. Schlafen ist immer das Schönste, da habe ich noch Vorstellungen, wie es sein könnte. Ne? Wenn dann oft kriege ich keine Psychose mehr, da lege ich mich nieder und denke darüber nach, was ich machen könnte am nächsten Tag, und am nächsten Tag sind wir vorbei. Andere gefallen sich, wenn die Sonne scheint, ich mag das nicht, mir ist lieber kalte Jahreszeit, der Winter, Nebel und so. Da ist erstens früher finster, kann man sich früher niederlegen, naja, und den Hitze mag ich nicht, da zirpen die Fehler und so, ich mag die Fehler auch nicht. Der Schlüssel für die Gesundheit ist Arbeit. Aber ich schaffe keine Arbeit, ich weiß auch noch. 3-4 Tage, dann ist mir wieder zu viel. Dann flüchte ich wieder auf die Station. Ich gehe aus der Anstalt kaum raus, weil es mich nicht interessiert aus. Und ich habe da meine eigene Welt gucken. Viel schöner. Servus, grüß dich. Also, was denn du da? Ich dachte, ich hol dich ab zum Fest. Nein, da sind mir zu viele Leute, ehrlich gesagt. Ist lieber, wenn ich da bin und dabei. Schade. Und das schön gewesen, was mitgegessen war. Na, dann schau ich wieder weiter. Ja, nichts für uns. Tschüss. Mein Name ist Kvart Johannes, ich bin 32 Jahre alt, bin Psychiatrie-Erfahrener. Das heißt, ich war mehrmals in Guggen stationär behandelt worden. Schon 3 Jahre habe ich eine stabile Phase, das heißt mit keinen akuten Spitalsaufenthalten mehr. Der wesentliche Faktor, wie ich mit meiner Krankheit umgehen gelernt habe, ist der Erfolg mit der Charles-Chaplin-Imitation, wo ich wieder Selbstvertrauen danken habe können. Wenn ich die Schminke drauf gebe, wird die Tür aufgemacht. Jetzt kannst du aus dieser Realität ein bisschen aussteigen und hast eine Position, wo du etwas machen kannst, was du sonst nicht machen kannst. Wenn ich die Maske habe, kann ich in gewisser Weise eine gewisse Verrücktheit ausspielen. Versuche jetzt weiterhin das weiter auszubauen und dass ich vielleicht beruflich einmal das auch umsetzen kann. Pilitzer, Sie müssen jetzt bitte von hier weggehen. Wir wollen fürs Fest vorbereiten. Danke, ja, ist schon gut. Ich bin der Harald Reumann und singe das Lied und mein Bruder ist ein Maler. Manchmal komm ich so klein mir vor mit meinen großen Tönen, die im kleinsten Wind beblauert uns der Weg.
Und so etwas wie Eifersucht beginnt in mir zu brennen. Ja, wenn ich dann seine Bilder sehe, so unvergänglich schön. Denn mein Bruder ist ein Maler und ein Bild von seiner Hand. Kann mehr sagen als tausend Melodien. Ja, mein Bruder ist ein Maler, ich bin nur ein Musikant. Und in manchen Träumen, da beneid ich ihn, wenn seine Frau mal traurig ist, mal die Orchideen und seinem Kind, das weint, den Clown, der Lachen schenkt. Er macht das Tröste wieder bunt, drum kann ich nicht verstehen, wenn seine Frau mir dann erzählt, was er sich manchmal denkt. Ja, mein Bruder ist ein Sänger und ein Lied aus seinem Mund. Er sagt mir, als jedes Lied wir sagen kann. Ja, mein Bruder ist ein Sänger und sein Leben ist so bunt. Manchmal fing auch ich so gern zu singen an. Manchmal fing auch ich so gern zu malen an. Ich wünsche mir, dass Menschen, die krank sind oder Menschen, die alt sind oder verrückt sind oder groß sind oder klein oder dick oder dünn, dass die einfach zu uns dazugehören, dass das zu unserem Leben gehört, genauso wie die Normalität. Normalität könnte sich gar nicht definieren, wenn es nicht Menschen gäbe, die am Rand dieser Normalität stehen.